Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Mod Einfache Garage an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Modder ICAS. Gibt es neben PC/Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht keine zusätzlichen Mods, um mit den guten Stück hier spielen zu können. Findet ihr einmal im Baumenü unter Gebäude, Hallen und ganz hinten seht ihr es schon, die Einfache Garage. Costa Quanta 45.000 Euro, in der Anschaffung 2 Euro Unterhaltskosten am Tag. Ihr könnt die Farben ändern, indem ihr das Ganze einfach hier anwählt und dann mit N und M oder M, je nachdem, ne, hin und her schaltet. 20 Farben stehen euch zur Auswahl. Das ist dann immer hier das Holz, die Holzgeschichte, ne? Dach und Co. bleibt immer gleich. Aber ihr seht, es sind genug Farben zur Auswahl. Sollte für jeden was mit dabei sein. Dann könnt ihr das Ganze auch einfach platzieren. Für die, die es noch wissen, in der Elm Creek, also da wo wir gerade sind, in der Standard-Map, steht ja hier standardgemäß auch eine Art Garage, die Giants eigene Garage. Das Ding passt sich auch gut dort an dem Platz an, wie ihr seht, ist aber deutlich größer, ne, gerade in der Breite gezogen. Handelt sich halt hierbei wirklich um eine klassische Garage oder eine einfache Garage im amerikanischen Stil, würde ich jetzt aber schon mal fast sagen, ne, also weniger europäisch gesehen. Aber ja, ihr seht hier so ein kleiner, Port, nenne ich es jetzt einfach mal, so eine Überdachung, hier bei Schlechtwetter, ein Fenster, eine Tür zum Reingehen, ein großes Tor und ein kleines Tor. Ansonsten habe ich das Ganze jetzt hier mal so in, ja keine Ahnung, beige, was das auch immer für eine Farbe jetzt darstellen soll, gemacht. Ihr seht schon mal, Colli ist überall mit dabei, also klitschen schon mal nirgendwo durch. Eingang ist immer noch vorne, hinten ist alles einmal in dem Sinne geschlossen. Und hier haben wir dann nochmal Fenster über Fenster über Fenster, wo wir auch reinschauen können, wie es halt im Innenbereich mit aussieht. Ansonsten Türen und Toren könnt ihr über die linke Maustaste öffnen, klassischer Hase. Und da seht ihr das Ganze auch schon einmal, ne, hier oben sind dann ebenfalls nochmal, ich nenne es mal Fenster in dem Sinne mit drin. Beleuchtung gar keine, ne? Also wenn er hier in der Nacht agiert, da ist es finster wie im Bärenarsch, aber okay. Ansonsten hier drinnen noch so Holzverkleidungselemente und alles immer dazu und halt eine gewisse Menge an Platz. Ne? Ihr habt da noch ein kleineres Tor, die Dinger sind, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, nicht voneinander getrennt. Aus soweit okay. Und hier halt noch die Bodenplatten mit Fugen, in dem Fall nenne ich es jetzt einfach mal, groß verteilt. Prinzipiell, texturtechnisch gesehen, Tobi, was soll man dagegen sagen, haut ja soweit hin. Funktionalität ist jetzt nicht allzu viel, wie gesagt, linke Maustaste, Tore auf, beziehungsweise Türe auf, Türe zu. Um euch das Ganze mal größentechnisch hier zu zeigen, ich habe jetzt einfach mal so einen Mac hier genommen. Der hat jetzt nicht die große Kabine drauf, sondern eher die kleine. Aber ihr seht, vom Größenverhältnis her passt das hier mal ganz geschmeidig. Ne? Also mal wirklich ganz geschmeidig. Und selbst der Große, der jetzt noch mal einen Tick weiter aufbaut vom Dach her, passt auch so mit rein. Also ebenfalls über das große Tor, das ist klar. Beim kleinen Tor wird es dann eher ja hier schon schwierig werden. Zwar weniger wegen der Kabinenhöhe, aber halt wegen den Auspuff Endrohren hier. Ne, das seht ihr ja, da gibt es spätestens ab hier Probleme. Ansonsten würde es aber auch passen, beziehungsweise es passt auch, weil keine Kollision in dem Sinne. Ne, aber ja, selbst wenn ihr mal vorhabt, das Ganze für LKWs und KUKA geht zu machen, funktioniert. Also wenn die Amis reinpassen, passen die Europäischen definitiv nein. Da haben wir ja uns abgesehen. Also von daher könnt ihr da definitiv keine Fehler machen. Und drinnen habt ihr auf jeden Fall auch, ich schaffe es selbst hier mit so einem riesen Eingang hier noch irgendwo hängen zu bleiben. Und selbst hier drinnen habt ihr eigentlich genug Platz, ne, sodass ihr auch selbst hier drinnen wenden könnt, etc. etc. Also von daher, simple Garage, einfache Garage, wie es der Name schon sagt, macht das, was es machen soll. Und das ist ja bekanntermaßen die Hauptsache, vielleicht für den einen oder anderen, als nützliches Objekt bzw. Deko-Objekt in seinen Spiel Eingang, Verwendung findet. So. Ja, ansonsten seht ihr hier, Lok ist sauber, kann ich nicht weiter scrollen, das ist nämlich der ganze Lok. Wir reden hier Pi mal Daumen 4,8 MB, ist also auch in Ordnung, könnt ihr definitiv keine Fehler damit machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssikowski, tschüdelü.